Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich drehe euch heute mal wieder ein Drogerie-Haul. Eigentlich sind Hauls ja total schlimm, weil sie einen immer mit allen möglichen Sachen anfixen und man sofort wieder einkaufen gehen muss. So geht es mir immer zumindest. Aber eigentlich kommen Hauls ja immer gut bei euch an und deswegen dachte ich mir, ich drehe euch einfach mal wieder einen. Ich fange jetzt einfach mal mit etwas an, was eigentlich nicht in die Drogerie gehört. Und zwar mit einer schönen Kette, die habe ich aber bei Rossmann gekauft. Und zwar für 5 Euro im Sale und ich fand die so richtig schön. Und ich hatte noch keine hellgelbe. Deswegen habe ich sie mal gekauft. Dann mache ich mal weiter mit Pflegeprodukten. Da habe ich als erstes aus der neuen 20 Jahre Edition von Balea eine Dusche, also das pochende Herz. Und das riecht so lecker nach Brombeere und das musste ich einfach mitnehmen. Und das zweite Duschprodukt, was ich mir gekauft habe, ist auch von Balea, ein Duschpeeling Buttermilk and Lemon. Das ist eine Limited Edition, aber ich glaube, das gab es schon mal und es riecht total sommerlich, fruchtig und lecker. Und von Alverde habe ich das Körpermilchspray Wasserliebe. Das habe ich auch in ganz vielen Videos schon gesehen und es ist wirklich so ein total leichter Duft, wenn man im Sommer einfach nicht so was Schweres auf der Haut haben möchte. Dafür ist das echt gut. Dann habe ich noch zwei Badesalze gekauft und zwar einmal von Balea mit Kokos- und Cassis-Duft. Und dieses Design hat mich schon total angesprochen und das riecht auch super lecker und ich freue mich schon richtig darauf. Und von Kneipp noch die Badekristalle Immer cool bleiben mit Minze und Menthol. Hat auch super interessant ausgesehen und wollte ich auch unbedingt ausprobieren. Dann habe ich mir noch ein Shampoo gekauft. Zum einen von Alverde das Anti-Schuppen-Shampoo, weil ich im Moment ein bisschen Probleme mit meinen Haaren habe. Und von Ossi gab es mal was Reduziertes. Und zwar das Frizz Miracle Shampoo. Ich wollte auch einfach mal ein Ossi-Shampoo ausprobieren, weil die ja so gehypt werden. Und deswegen habe ich es mir reduziert jetzt einfach mal mitgenommen. Und für die Haare habe ich dann noch eine Feuchtigkeitsspülung von Balea mit Pfirsich und Kokos. Und das riecht einfach so göttlich, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Dann ebenfalls aus der 20 Jahre Edition das Deo Spray Frischer Flirt mit Sternfrucht und Anis Duft. Und es riecht echt super lecker und für den Sommer ist das einfach ein total toller Duft. Und für die Hände habe ich mir dieses Handkonzentrat von P2 gekauft, weil es eine Pipette hat. Und weil es gut riecht. Für das Gesicht habe ich mir einmal von Shabens eine Anti-Pickel-Maske gekauft. Antibakteriell mit Teebaumöl, Arganöl und Panthenol. Ich erhoffe mir jetzt nicht so viel davon, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und auch von Shabens eine limitierte Edition, und zwar die Cooling-Maske. Finde ich einfach total toll, im Sommer einfach so was Kühlendes dann auf der Haut zu haben. Und dann ein totaler Gegenpol von Montagne Jeunesse, die Dragon Fruit Sauna Maske, also eine wärmende Maske und im Herbst, Winter kann ich mir das total gut vorstellen. Und als Gesichtsreinigungsprodukte habe ich mir ein paar Sachen gekauft. So einmal von Alverde die Waschcreme Heilerde für unreine Haut. Wollte ich eben auch mal ausprobieren, ob mir das hilft. Das weitere noch von Balea das Reinigungsmousse und das Ölreinigungsfluid, weil ich auch einfach viele Sachen testen wollte für meine Haut und gerade dieses Ölfluid war ja auch sehr empfohlen von allen. Und aus dieser Reihe habe ich mir von Balea auch das Enzympeeling gekauft. Das soll ja die Haut nicht mit Peelingkörnern, sondern einfach mit irgendwie Chemie peelen oder so. Und das klang für mich auch sehr interessant und ich wollte es mal ausprobieren. Dann kommen wir jetzt zu den Lippenpflegeprodukten. Einmal habe ich mir meinen allerersten EOS Lip Balm gekauft und zwar in der Sorte Sweet Mint. Und der ist wirklich total gut, der pflegt ganz toll und riecht total erfrischend und kühlt die Lippen total schön. Und dann habe ich mir die Nachmache sozusagen gekauft und zwar von Be Natural, dieser Kokos Lip Ball, wie der sich nennt, in der Sorte Kokos und Vanille. Den habe ich auch schon gut benutzt, der pflegt auch ganz toll. Auch von Be Natural habe ich mir die Sorte Key Lime gekauft, die gibt es ja nur bei Müller. Und der riecht wirklich ganz, ganz toll nach so Limette oder Limonade und auch richtig, richtig lecker und erfrischend für den Sommer. Und von Alverde habe ich mir dann noch den Intensivlippenbalsam mit Granatapfel und Karité-Butter gekauft. Das ist so einer mit so einem abgeschrägten Tubenauftrag-Dings. Und das riecht auch wirklich total natürlich und pflegt auch sehr, sehr gut, weil die Inhaltsstoffe eben ganz gut aussehen. Als letztes habe ich mir von Aveo die Lippenpflege Pflaumtraum gekauft. Die war gerade reduziert und hat so eine leicht lilane Farbe. Riecht sehr, sehr gut und fruchtig. Gibt jetzt aber kaum Farbe ab. Dann kommen wir mal zu den Make-up-Produkten. Ich habe mir von Alverde so ein Pure Tint Make-up in der Farbe 10 Pure Porcelain gekauft. Und zwar ist es ein sehr flüssiges Make-up. Das muss man auch schütteln, bevor man es aufträgt. Und ich habe es noch nicht ganz so oft ausprobiert, aber von den Inhaltsstoffen sieht es schon mal gut aus. Und von Maybelline habe ich mir noch diese BB Cream 8-in-1 Beauty Balm Dream Fresh Zeug da gekauft, weil das ja auch, also hat ja wirklich jeder und wurde von ganz vielen empfohlen. Und dann habe ich mir noch zwei
Ampullen von Alverde gekauft, und zwar einmal die Anti-Rötung-Grundierung und der Concealer Anti-Augenringe. Eigentlich war ich an diesem Anti-Rötung-Dings interessiert, aber da war eben auch noch dieser Concealer dabei und das ist auch ganz praktisch zum Ausprobieren. Und als letztes habe ich auch von Alverde so ein Puder in der Farbe 10 Porcelain. Das ist eben so ein loses Puder und es ist auch eben sehr leicht und samtig und weich. Habe ich aber auch noch nicht oft ausprobiert. Jetzt kommen wir mal zu den dekorativen Produkten. Da habe ich mir einmal zwei Pinsel zuschicken lassen, einen Kleiderkreisel. Und zwar einmal so einen ganz stinknormalen Lidschattenpinsel von Essence, weil man den ja immer gebrauchen kann. Und was ich eigentlich wollte, ist dieser süße Herzpinsel von Essence aus der Like an Unforgettable Kiss LE. Der war ja echt super gehypt, den wollten alle haben und ich auch. Der ist einfach mit diesem Herz da in der Mitte und ist super weich. Dann machen wir mal weiter mit Blush-Produkten. Ich weiß, Blush benutze ich eigentlich nicht so, aber es sind auch irgendwie so Sammlerstücke, die ich bestimmt das eine oder andere Mal benutzen werde. Und zwar ist das aus der Essence Oktoberfest LE diese Apfelbäckchen-Blushes. Einmal in der Farbe 01 Pretty Pink Dirndl mit diesem schönen Rentier, was so ganz hellrosan ist und was man im Alltag bestimmt gut benutzen kann. Und einmal eben dieses eher lilane mit der Brezel in der Mitte in der Farbe 02 Sweet Purple Line. Und das ist natürlich eher kein Alltagston, weil wer trägt schon lilanes Blush? Aber ich kann es mir einfach als Lidschatten sehr gut vorstellen. Und dann habe ich auch noch von Essence aus der Vintage District LE so ein Blush, das nennt sich Populart. Und das ist eben mit so einem ganz schönen Muster und ist eher so orange. Und das fand ich eben auch sehr interessant und das kann ich mir sogar im Alltag gut vorstellen. Als nächstes habe ich aus der Hello Autumn LE so einen Color Adapting Blush. Das ist eben so eins, was die Farbe ändern soll, je nach dem pH-Wert der Haut. Das ist die Farbe Beautiful Red und die fand ich eben super interessant und wollte wissen, was das mit meiner Haut so anstellt. Ja, und aus der gleichen LE habe ich auch dieses Multicolor Puder auf Kleiderkreisel getauscht in der Farbe Autumn and the City. Und das ist eben dieses Muster total schön und es schimmert auch total toll. Und dann noch der Rival de Loupe Baked Bronzer. Der ist ja auch sehr beliebt und der ist auch sehr, sehr gut pigmentiert. Hat so schöne Adern und ist in der Farbe 01 Sahara Sun. Machen wir als nächstes weiter mit Lidschatten. Und zwar habe ich mir bei Kleiderkreisel die Absolute Rose und die Absolute Matte Palette von Catrice zuschicken lassen. Und zwar die Absolute Rose Palette sind eben so total schöne, eher rosafarbene Rot-Bordeaux-Töne, die auch sehr gut pigmentiert sind. Da sind sogar zwei matte Farben dabei. Die zeige ich euch nochmal näher geswatcht. Und die Absolute Matte Palette, wie der Name schon sagt, sind da alle Töne matt und auch sehr gut pigmentiert, bröseln nur ein bisschen, aber ist bei matten Tönen ja eigentlich immer so. Als nächstes noch von Catrice habe ich Mono Eyeshadows gekauft. Einmal die Farbe Lilac Maniac und zwar war da eben reduziert, weil Catrice ja das Sortiment umstellt. Und da hat das nur noch 1,35 oder 1,30 gekostet und das ist so ein ganz dunkler lila Ton und total hübsch. Den muss ich unbedingt haben. Und dann ebenfalls von Catrice so ein grünen Glitzer in der Farbe 640 Don't Touch My Maserati. Und das war eben auch reduziert und ein total schöner Glitzerton und super pigmentiert. Und jetzt habe ich auch wieder viel für mein Augen-Make-up per Zufall-Video. Und weil Catrice Sortimentsumstellung hatte, waren auch noch Lippenprodukte reduziert. Und zwar habe ich da einmal diesen Lipgloss mitgenommen, Made to Stay, in der Farbe 020 Gen and Berries, also die Namen von Catrice finde ich immer total super. Und das ist eben so ein Lipgloss, der aber trotzdem viel Farbe abgeben soll und ich habe da schon einen von und die finde ich eigentlich echt sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch ein Pure Shine Color Lip Balm mitgenommen von Catrice, der war auch auf die Hälfte reduziert in der Farbe 050 Cherry Tide. Eben schon so ein schöner Rot-Pink-Ton, der aber nicht ganz so viel Farbe abgibt und eher schier ist, was ich aber für den Alltag echt schön finde. Und als letztes noch ein Lippenstift von Catrice in der Farbe 320 Kiss Kiss Hibiskus. Ein total schöner Pinkton. Ich kann die Farbe gar nicht richtig beschreiben. Ist halt echt ein knalliger Ton, den man für besondere Anlässe bestimmt gut verwenden kann. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt mit meinem Haul. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Hoffentlich habe ich euch nicht zu sehr angesteckt. Aber wenn ihr bei Catrice Sachen toll findet, solltet ihr jetzt zuschlagen, weil die ja Sortimentsumstellung machen und da einige Sachen rauswandern. Ja, auf jeden Fall verlinke ich euch jetzt links von mir nochmal mein letztes Video, falls ihr das verpasst haben solltet. Und links unten nochmal meinen letzten Drogerie-Haul, falls euch das interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns demnächst auch mal wieder. Tschüss!